Ja, dann vielen Dank für die nette Ankündigung, für die Einleitung. Vielen Dank auch für die Einladung. Herzlich willkommen zum Vortrag hier in Göttingen zum Thema rechtsextreme Mädchen und Frauen, Wahrnehmungsdefizite und Handlungsstrategien. Rechtsextreme Mädchen und Frauen ist ja ein relativ breites Thema. Man kann dazu verschiedene Schwerpunkte legen. Dementsprechend habe ich Ihnen mal verschiedene Schwerpunkte mitgebracht für den heutigen Vortrag. Und wenn Sie sich die Strukturen ein bisschen angucken, wäre mir am Anfang ganz wichtig, dass Sie einfach mal überlegen, was ist für Sie eigentlich mit am interessantesten, was wäre für Sie am wichtigsten mitzunehmen. Es wird gehen um Befunde aus der empirischen Forschung, aber auch um Befunde aus der Beobachtung der rechtsextremen Szene im Verlauf der letzten Jahre und auch längerfristig. Es geht um die Schwerpunkte in der Rechtsextremismusforschung, es wird um die Konstruktion der Volksgemeinschaft gehen und es wird dann eher in Richtung pädagogisches Handeln auch um mögliche Einstiegsmotivationen gehen. Also was motiviert eigentlich junge Personen, sowohl Mädchen als auch Jungen, in die rechtsextreme Szene einzusteigen, also hier vor dem Hintergrund von Geschlechterkonstruktionen. Und abschließend könnte ich zum Beispiel auch noch den Fokus darauf legen, was wissen wir eigentlich heute über die pädagogische Arbeit in zum Beispiel Jugendzentren. Also Jugendarbeit, alles das, was Sie möglicherweise aus Ihrer eigenen Jugendzeit auch noch kennen. Jugendclubs, die von rechtsextremen Orientierten oder auch rechtsextremen Kadern in manchen Fällen besucht werden, manchmal auch dominiert werden. Was wissen wir eigentlich über das pädagogische Handeln im Umgang mit diesem Klientel oder mit dieser Zielgruppe? So, dementsprechend habe ich den Vortrag strukturiert, das heißt vom Allgemeinen zum Besonderen. Vorab wäre mir wichtig, wenn Sie jetzt ganz spontan sagen, das interessiert Sie am meisten, würde ich jetzt schon mal gucken, darauf den Fokus zu legen. Ansonsten wäre mir, glaube ich, wichtig, wann immer ich unverständlich bin, dass Sie einfach gleich nachfragen oder falls Sie was besonders interessiert, dass wir auch parallel in die Diskussion einsteigen können, weil meistens vergisst man das dann ja und dann verliert sich das im weiteren Verlauf. Insofern würde ich jetzt einfach vorschlagen, ich fange einfach mal an und Sie gucken, was Sie dazu vielleicht noch am meisten interessiert. Also wenn man genau fragt, Mädchen und Frauen im Rechtsextremismus, kann man ja auf der einen Seite erstmal gucken, wovon reden wir eigentlich aus quantitativer Sicht, was ist das eigentlich für ein Phänomen? Man kann sich da auf die Rechtsextremismusforscherin Renate Bezahn beziehen. Die hat 2008 dazu veröffentlicht. Renate Bezahn hat eine Dissertation vorgelegt zum Thema Frauen im Rechtsextremismus. Renate Bezahn sagt, dass wir auf der einen Seite zwischen Einstellung und Handlung unterscheiden. Das kennen Sie sicherlich aus der Einstellungsforschung. Was man sehen kann auf dieser Pyramide, die Sie hier auch angezeichnet sehen, das finde ich nach wie vor auch eine ganz signifikant wichtige Aussage. Also auf der Ebene von Einstellungen, also alles, was wir unter rechtsextremen Einstellungen fassen, da werden meistens Kategorien wie Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, etablierten Vorrechte, Antiziganismus in guten Erhebungsinstrumenten erhoben. Also alles das, was wir wissen, was rechtsextreme Einstellungen ausmacht, da unterscheiden sich Männer und Frauen überhaupt nicht. Also man kann bei einzelnen Kategorien beim Rassismus nochmal genauer hingucken, aber ganz allgemein geguckt kann man sagen, Männer und Frauen sind rechtsextrem gleichermaßen eingestellt oder tendieren dazu gleichermaßen rechtsextremen Äußerungen zuzustimmen. Also da haben wir keinen Unterschied. Wo dann auf der Handlungsebene sozusagen erste Unterschiede wahrnehmbar sind, sind beim Wahlverhalten, das heißt, ca. 33% der Frauen wählen die NPD. Also hier ist ein deutlicher Unterschied. Man kann in den letzten Jahren hier auch eine signifikante Zunahme beobachten. Also vor wenigen Jahren ging man da von weniger Zahlen auch noch aus. Also aktuell 33%. Der Anteil von Frauen in Kameradschaften, in rechtsextremen Organisationen, in Cliquen
beziffert Frau Bezahn auf 10 bis 33%. Also auch hier haben wir einen signifikanten Unterschied, ungefähr ein Drittel. Auf der Parteienebene kann man sagen, Frauen, das unterscheidet sich, finden wir hier einen Anteil zwischen 7 und 27%. Bei den Funktionärinnen circa 20% werden hier angegeben. Also das differiert immer. Was an der Spitze der Pyramide zu sehen ist, was auch nochmal sozialisationstheoretisch ganz interessant ist, Straf- und Gewalttaten werden zu 90% nach wie vor hauptsächlich von Männern sozusagen verübt. Also wenn man jetzt fragt, woher kommt das, würde ich immer sozialisationstheoretisch antworten, das hat nach wie vor ganz viel damit zu tun, dass Kinder und Jugendliche bestimmten Geschlechterstereotypen entsprechend erzogen werden. Das heißt, dass die Gewalttätigkeit offensichtlich unter Jungen nach wie vor höher akzeptiert sei, findet hier möglicherweise ihren Niederschlag. Studien, also wenn wir bei dieser obersten Spitze der Pyramide bleiben und man zum Beispiel fragt, nimmt denn die Gewalttätigkeit von Mädchen, jungen Frauen, Frauen generell in der Gesellschaft zu, im Rechtsextremismus im Besonderen, so finden wir zunehmend, also man findet dazu sehr wenig Studien, aber es gibt mittlerweile qualitative Studien auch zur Gewalttätigkeit von Frauen, jungen Frauen. Man sieht, man kann generell sagen, dass es offensichtlich, also diese Frage nach, nimmt ein Phänomen zu oder nimmt es ab oder bleibt es konstant, ist ja soziologisch immer sehr schwierig zu beantworten. Qualitative Studien geben da sehr differenziertere Antworten drauf. Man guckt nochmal auf einer anderen Ebene, woher kommen eigentlich bestimmte Handlungsorientierungen, wie entstehen die, in welchem Kontext stehen die, und da sieht man, dass sich durchaus Orientierungen in Klickenkontexten von jungen Frauen heute ändern. Also die Gewaltorientierung durchaus dort auch da ist. Genau, da würde ich sagen, besteht ein Forschungsbedarf, falls Sie darüber nachdenken, worüber Sie Ihre Bachelor- oder Masterarbeit schreiben. Das ist eins unter mehreren Themenbereichen, wozu meines Erachtens Forschung sinnvoll und notwendig auch ist. Was Sie hier rechts sehen, diese Torte ist eine Torte, die im Internet angepriesen wurde von einer rechtsextremen Frau, die praktisch zum Kindergeburtstag ein bestimmtes Rezept anbietet. Da möchte ich darauf hinweisen, wenn wir uns diese Pyramide noch mal angucken, ein zentrales Thema bei dieser Frage Mädchen und Frauen im heutigen Rechtsextremismus ist eine Frage von Wahrnehmung. Also wie nehmen wir Frauen im Rechtsextremismus wahr? In den meisten Fällen werden rechtsextreme Frauen im häuslichen Bereich verortet. Dafür unter anderem steht eben auch diese Torte. Also in einem biologistischen, traditionellen Bild von Geschlechterrollen sind Frauen, so ist das häufig nach wie vor auch im Rechtsextremismus, ich komme darauf zurück, eben auch für die Kindererziehung zuständig. Und Frauen übernehmen hier eben auch die Einsozialisation in eine rechtsextreme Ideologie. Das heißt, warum hier auf der Torte das Hakenkreuz drauf ist, hat genau eben auch diesen Kontext. Frauen sind hier eben für die Erziehung der Kinder und Jugendlichen zuständig und eben auch für die Einsozialisation in rechte Ideologie. Sie finden im Internet, also wenn Sie das googeln, Sie finden im Internet rechte Frauen, Mütter, die Ratschläge zum Beispiel geben, die zum Beispiel auch dann solche Rezepte posten, die auch Ratschläge geben, wie ich es am besten als Mutter ermögliche, in der Kita die anderen Kinder mit zum Kindergeburtstag einzuladen. So, also man findet dort gerade in diesem Erziehungsbereich sehr viel Austausch unter rechtsextremen Müttern. Ich komme darauf zurück. Wenn man jetzt ganz allgemein nochmal fragt, was kann man eigentlich sagen über rechtsextreme Frauen und Mädchen in der rechten Szene? Was hat das Ganze mit der Wahrnehmung seitens der Gesellschaft zu tun? So kann man sehen, dass die politischen Aktivitäten oder die politische Motivation rechtsextremer Frauen bzw. ihrem Handeln oft übersehen wird. Also das Gefahren- und Gewaltpotenzial ihrer Aktivitäten wird ganz häufig, würde ich mal sagen, verharmlost oder überformt dargestellt. Wenn Sie sich erinnern an die Selbstenttarnung der NSU,
Und die Darstellung in verschiedenen Medien, also wenn man sich diskursanalytisch die Darstellung der NSU anguckt, so sieht man, dass in den verschiedenen Zeitungen durchaus verschieden über die drei hauptsächlichen Täter, Täterinnen berichtet wird. Beate Zschäpe wird, ich würde mal sagen, in diesem Spektrum des Boulevards sehr stereotyp dargestellt. Also da findet man Fotos, wo Frau Zschäpe sehr sexualisiert durchaus dargestellt wird, immer oder häufig im Kontext mit den beiden männlichen Gruppenmitgliedern in einem beziehungsähnlichen Kontext. Sprachlich geht es dann in diesen Artikeln häufig darum, dass Frau Zschäpe eben für diesen privaten Bereich zuständig war, dass sie auf die Katzen aufgepasst hat. Es wird ihnen möglicherweise begegnet sein in der Presse. Das differenziert sich aus, wenn man zum Beispiel die Süddeutsche liest. Also wenn ich das Spektrum der Publikationen angucke, die eher bildungsorientierte Personen ansprechen, differenziert sich diese Darstellung aus. Aber zum Beispiel in der Frankfurter Rundschau wird das Stereotyp von Beate Zschäpe als ja, nicht politischer Aktivistin, sondern eben ungefährlicher Hausfrau durchaus auch bestätigt. Also in der Frankfurter Rundschau steht dann, Beate Zschäpe ist ja, politisch nicht als Rechtsextreme in Erscheinung getreten. So, also diese verharmlosende Darstellung von Frauen in der rechten Szene, die finden Sie als Strukturmerkmal durchgehend. Am Beispiel der NSU kann man sich das nochmal genauer angucken. Das, womit es zu tun hat, darum wird es hier in dem Vortrag jetzt auch gehen, woher das möglicherweise kommt, warum wir möglich oder viele von uns oder alle von uns mit bestimmten Brillen über Geschlechterrollen aufgewachsen sind, warum also diese Wahrnehmung von dann eben auch rechtsextremen Frauen auf bestimmte Art und Weise zu funktionieren scheint, das wirft letztendlich Probleme für die Praxis der Arbeit gegen Rechtsextremismus auf. Also, wenn rechtsextreme Frauen mit ihren politischen Motivationen nicht als solche wahrgenommen werden, dann werden sie übersehen. Das ist ein Problem, nicht zuletzt, wenn wir mit dem Phänomen, womit wir es heute mit dem aktuellen Rechtsextremismus zu einem großen Teil zu tun haben, nämlich mit rechtsextremen Familien, die in verschiedenen Regionen sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland siedeln, hier Familien gegründet haben und wir mit dem Phänomen zu tun haben, dass rechtsextreme Eltern ihre Kinder eben in Kitas schicken und rechtsextreme Mütter sehr strategisch offensichtlich in die Elternbeiräte beispielsweise gehen. Und wenn es mir zum Beispiel als Erzieherin in einer Kita aufgrund meiner Wahrnehmung erst auffällt, dass eine der Mütter in dem Elternbeirat möglicherweise problematische Einstellungen hat, wenn die Frau anfängt, über Bilder an der Wand zu diskutieren, auf denen Kinder mit Migrationshintergrund zu sehen sind und dann argumentiert, dass wir solche Bilder doch hier an der Wand nicht brauchen. Wir können die auch abnehmen, denn wir haben hier nur deutsche Kinder. Und die Frau zu dem Zeitpunkt, weil sie sich eben strategisch versucht hat, reinzubegeben in den Elternbeirat, in die Kita. Wir haben mehrere Beispiele, wo eben Mütter neu reinkommen in die Kita und sich sehr stark engagieren, sich zum Beispiel dafür einsetzen, dass der Spielplatz in der Gemeinschaftsaktion wieder aufgebaut wird. Also Mütter, die erstmal nicht auf den ersten Blick offensichtlich ihre politische Meinung vermitteln, auch als solche erstmal nicht in Erscheinung treten. Und in einem zweiten Schritt dann zum Beispiel über solche Diskussionen über Bilder an der Wand oder über Kinderbücher, die verwendet werden im Alltag in der Kita, dann versuchen, ihre Ideologie zentral reinzubringen. Großes Thema ist zum Beispiel auch, oder was ganz schwer zu erkennen ist, zum Beispiel ein Engagement für biodynamisches Essen beispielsweise, also wo es Beispiele aus der Praxis gibt, was anderen Eltern in der Kita erstmal nicht verdächtig erscheint, auch den Erzieherinnen, Erziehern nicht unbedingt unmittelbar als problematisch erscheint, in einem zweiten Schritt dann aber eben deutlich wird, dass diese Orientierung einhergeht mit einer rassistischen Orientierung und der rechtsextremen Gruppenzugehörigkeit. So, worauf ich hinaus will, ist, wenn
zum Beispiel Pädagoginnen und Pädagogen, aber generell eben rechtsextreme Frauen mit ihren politischen Orientierungen nicht wahrgenommen werden, als Rechtsextreme nicht erkannt werden. Dann haben wir zum Beispiel dann in der Kita das Problem, dass unter Umständen mehrere Mütter sich in den Elternbeirat wählen lassen und wir dann mit Mehrheiten einen Umgang finden müssen, was in der Praxis durchaus ein großes Problem ist. Oder ein zweiter Punkt, die NPD geht ja durchaus sehr strategisch mit rechtsextremen Frauen um, darauf werde ich auch nochmal zurückkommen. Das heißt, wir haben einen Aufruf von der NPD, die sogenannte junge Frauen, also nationale Frauen, davon spricht ja die NPD, anspricht, in soziale Berufe zu gehen, also Sozialarbeit zu studieren, Sozialpädagogik an Fachhochschulen und gezielt in soziale Berufe zu gehen, um eben Jugendliche, einen Zugang zu Jugendlichen zu haben, Kinder zu erziehen, eben auch im Beruf. Es gibt mittlerweile mehrere Fälle von Erzieherinnen, von Pädagoginnen, sowohl in Kitas als auch in Jugendzentren, wo die Kolleginnen und Kollegen während der Einstellung erstmal und auch während der Zeit, wo die Kollegin mit ihnen gearbeitet hat, nicht wahrgenommen haben, dass es sich hier offensichtlich um eine rechtsextreme Aktivistin handelt. Das heißt, es gibt einen aktuellen Fall aus Lüneburg, möglicherweise haben Sie von dem auch aus der Presse mit erfahren, wo eine Erzieherin langjährig in der rechtsextremen Szene aktiv, ihr Ehemann auch langjährig in der rechtsextremen Szene aktiv, also man hätte es wissen können, angestellt ist bei einer staatlichen Kita. Was das dann heißt, arbeitsrechtlich, wirft durchaus sehr komplizierte Fragen auf. Wir sind da zum Beispiel bei dieser Frage, wie formuliere ich ein Leitbild in meiner Kita, also wenn Sie überlegen, Sie gründen als Elterninitiative beispielsweise eine Kita, wie formuliere ich ein Leitbild so, dass ich mich im Zweifelsfall, wenn es dazu kommt, dass ich merke, dass ich eine Kollegin habe, die in einer rechtsextremen Gruppierung ist oder am Wochenende bei der NPD-Demo aufgetaucht ist, wie formuliere ich das so, dass ich dann arbeitsrechtlich die Kollegin auch kündigen kann? Es ist, kommt auf dezidierte Formulierungen an. Es kommt darauf an, wie sehr sich die Kolleginnen und Kollegen damit vorher auch schon auseinandersetzen. Auch da würde ich sagen, ist eine Frage von Wahrnehmung und einem Bewusstsein, was heißt zum Beispiel inklusive Pädagogik, was heißt Menschenrechtspädagogik, wie mache ich das auch in meinem Leitbild in der Kita oder in der Grundschule bewusst oder bekannt. Wenn man jetzt nochmal allgemeiner guckt auf das Phänomen von rechten Frauen in der rechten Szene, so kann man sagen, dass sich die Positionen und die Rollenbilder von rechten Frauen hier in den letzten Jahren, ja mittlerweile im Verlauf der letzten 20 Jahre, könnte man eigentlich sagen, ausdifferenziert haben. Das heißt, in der rechten Szene finden wir nicht mehr ausschließlich dieses sehr biologistische Frauenbild vor, wo Frauen zum Beispiel für ausschließlich das Mutterdasein zuständig sind, sondern wir finden verschiedene Positionen. Das heißt, rechtsextreme Frauen können in der rechten Szene heute sozusagen als Mitläuferin agieren, mehr oder weniger politisch verortet. Sie können aber durchaus auch Kameradschaftsführerin sein, sie können Führungsmitglied in Parteien, Vereinigungen sein. Was wir finden, sind weibliche Abgeordnete in Kommunal- und Landesparlamenten, also hier durchaus ein Engagement von rechten Frauen im politischen Feld. Wir finden Frauen als Organisatorinnen von Aufmärschen, von Treffen, aber auch Betreiberinnen von einschlägigen Läden und Versandbetrieben oder von Cafés und Kneipen, aber eben tatsächlich auch als Aktivistinnen, also in Kameradschaften, haben Frauen hier ganz, ja, durchaus auch sowas, was man unter einem modernen Frauenbild formulieren könnte oder sich unter einer weiblichen Aktivistin in einer bewegungsorientierten Szene vorstellt. Aber sowas wie Macherinnen von Fanzines, wir finden mehrere rechtsextreme Musikerinnen, aber auch Autorinnen in rechten Veröffentlichungen. Also worauf ich hinaus will, was heute
sich rechten Frauen in der rechten Szene bietet, ist eine ausdifferenzierte, ein ausdifferenziertes Bild. Das heißt, es gibt mehrere Möglichkeiten, mehrere Wahlmöglichkeiten für junge Frauen in rechten Szenen. Wenn Sie überlegen, wie ist das eigentlich für Jungen, also wenn man sich das Rollenbild für Frauen anguckt in rechten Szenen und das, was sich für Jungen oder was für Bilder von Männlichkeiten sich in rechten Szenen findet, so kann man sagen, dass Männlichkeiten sich weit weniger ausdifferenziert haben als die Weiblichkeiten in der rechten Szene. Also als Frau habe ich hier diese verschiedenen Möglichkeiten. Das traditionelle Bild martialischer Männlichkeit oder wie Cornell sagt, hegemonialer Männlichkeit ist nach wie vor sehr stark das Dominante. Ich werde darauf auch nochmal zurückkommen. Das hat sehr viel auch mit Vorstellungen von Geschlecht, von Konstruktionen von Geschlecht in der Mehrheitsgesellschaft zu tun. Also was wir hier sehen, ist ja, rechtsextreme Szene orientiert sich immer auch an Mehrheitsgesellschaft, an Modernisierungsprozessen. Dass hier eine Ausdifferenzierung stattfindet, hat eben auch mit Anähnelung an Mehrheitsgesellschaft zu tun. Genau, jetzt nochmal allgemein geguckt, Frauen und Mädchen im Rechtsextremismus, alle Personen, die Sie hier finden auf dieser Collage von meiner Kollegin Frau Lehnert zusammengestellt. Wenn man die sich anguckt, oder wenn Sie sich die angucken, wäre ja so ein bisschen die Frage, was sind so die Attribute, die Ihnen dazu einfallen? Oder wie würden Sie die einzelnen Frauen beschreiben? Oder entspricht das Ihren Erwartungen, wenn Sie über rechte Mädchen, rechte Frauen nachdenken? Oder wie stellen Sie sich eine rechte Frau vor? Ja. Also ich glaube, häufig gibt es immer dieses alte, also altmodische Bild von einer Skinhead-Style orientiert. Also die sehen ja recht, ich sage jetzt mal, von bürgerlich groß. Oder bestimmte subkulturelle Kulturen und Sprechen bleiben. Genau. Genau, bürgerlich finde ich einen ganz, vielen Dank, ganz wichtigen Aspekt hierbei, wenn man sich diese Bilder anguckt. Hatten Sie auch noch? Achso, Entschuldigung, ich habe sie gerade. Ja, eben, das ist ja auch eher altmodisch, dieses Blond mit diesen geknüpften Töpfen. Das ist eben das Bild aus der Nazi-Zeit von den BDM-Mädchen, die oft so dargestellt wurden. Es gibt eben heute noch welche, die sich so genau stylen selber, aber das taucht da jetzt gar nicht auf. Genau, es taucht hier nicht auf, aber genau, dieser Hinweis ist ganz wichtig. Es gibt es durchaus, also sehr völkisch orientierte Gruppierungen, die Atamanen beispielsweise, die in Mecklenburg-Vorpommern auch siedeln, die sehr an völkischen Traditionen anknüpfen, eben auch von ihrem Kleidungsstil beispielsweise. Also Zöpfe, Trachten, lange Röcke, lange Kleider finden sie dort. Also sehr, genau, aber ansonsten sieht man hier sowohl moderner Jugendstyle orientierte Kleidung, als auch gut bürgerlich, was auch immer man darunter versteht. Also, worauf diese Collage eigentlich so ein bisschen hindeuten will, es gibt A nicht das Bild von der rechtsextremen Frau und es gibt eben auch nicht diese Stereotype, die wir aus den 80ern, 90ern, also diese Rini-Style, worauf sie jetzt wirklich mit dem Fukuhila partiell hinaus wollten. Das findet sich auch noch partiell, aber durchgesetzt oder im Mainstream kann man einfach sagen, man erkennt rechtsextreme Frauen, wie wir hier sehen, nicht ohne weiteres am Outfit oder an ihrem Style. Wenn man jetzt fragt, was macht es eigentlich aus, dass wir zunehmend rechte Frauen in der rechtsextremen Szene finden? Das wirft so ein bisschen die Diskussion auf, die wir
im vergangenen Jahr geführt haben, auch im öffentlichen Diskurs, als zu Olympia die Ruderin Frau Drigalla nach Deutschland zurückgeschickt wird, als bekannt wird, wie man auch schon vorher wusste, dass sie mit einem Neonazi-Aktivisten seit Jahren liiert war. Also, das ist nochmal grundständig eine andere Frage, weil Frau Drigalla ja sehr stark sich von rechtsextremen Einstellungen distanziert, aber natürlich kann man auch da fragen, eine Person, die mit einem rechtsextremen Aktivisten zusammen ist, unterstützt das, was macht das mit der rechtsextremen Szene, wenn Frau Drigalla ihrem Freund ihr Auto, wie sie das offensichtlich immer getan hat, verleiht, unterstützt das natürlich auch die rechtsextreme Szene. Was man generell sagen kann, wenn wir wirklich von rechtsextremen Frauen sprechen und Mädchen in der rechten Szene, so kann man sagen, dass sie eben den Zusammenhalt in der Szene ganz stark stärken, offensichtlich. Dass wir seit mehreren Jahren tatsächlich geschlechterhomogene, also Frauenorganisationen, Frauengruppierungen in der rechten Szene beobachten können, also das Frauenforschungsnetzwerk, die Szene seit 1980 circa unter diesem Fokus beobachten und erforschen. Also dass es diese Vielzahl von Frauenorganisationen gibt, immer mal wieder, lösen sich zum Beispiel welche auf, werden welche verboten, aber es gibt immer wieder rechte Frauenorganisationen. Das wird allgemein als Zeichen einer Erstarkung der rechten Szene gewertet. Diese Bilder, die Sie hier sehen, auch da sieht man nochmal, es gibt nicht das Bild der rechtsextremen Frau. Es ist eine starke Anähnelung. Ohne weiteres würde man die unter Umständen auf der Straße nicht erkennen. Vielleicht auf dem linken Bild auch nochmal anders. Das ist hier Berlin Mitte, Oktober 2009. Haben Sie einen Wiedererkennungseffekt? Oder? Das ist Wismar. Der ist, bitte was? Der mit dem karierten Hemd in der Mitte, in dem Nazi, das ist Dennis Franke. Der ist mittlerweile irgendwie wieder in den Unterthemen rum. Okay. Genau, worauf, ja, vielen Dank, worauf ich mit dem Foto auch hinaus wollte, ist, wenn man über Frauen und Mädchen in der rechten Szene redet, redet man halt von der einen Seite dieser Geschlechterkonstruktion in einer völkischen Ideologie. Die andere Seite des Bildes ist eben eine Konstruktion von Männlichkeit. Also das, was ich mit der Ausdifferenzierung von Rollen und Positionen von Frauen in der rechten Szene schon angedeutet habe, was wir nach wie vor in rechtsextremen Szenen dominant vorfinden, ist ein Habitus von martialischer, an Gewalt, an Dominanz, an Durchsetzungsfähigkeit orientierter Männlichkeit. Also das, was man hier sieht auf dem Bild, ist ja tatsächlich ein klassisches Bild von rechtsextremer Männlichkeit. Auch das findet sich ausdifferenziert mittlerweile nicht zuletzt in der intellektuellen, wenn man sie so nennen will, rechten Gruppierung, die publizieren. Also wir finden nicht ausschließlich diese martialischen Männlichkeiten, aber sie sind durchaus nach wie vor in hohem Maße dominant. Also worauf ich hinaus will, ich würde sagen, Rechtsextremismus, wenn man hier reflektierend drauf schaut, macht es Sinn, nicht ausschließlich auf Frauen und Mädchen zu gucken, sondern eben immer unter einer geschlechterreflektierenden Perspektive. Und das heißt für mich eben auch immer Männlichkeiten geschlechterreflektierend mitzudenken. Das heißt, nicht zuletzt aus pädagogischer Perspektive würde ich sagen, es ist signifikant notwendig zu fragen, wie kommt es eigentlich, dass Jungen, wenn sie sich in die rechtsextreme Szene bewegen, offensichtlich eine Orientierung an diesen martialischen Männlichkeiten finden. Und das möglicherweise auch mit einer Aufwertung verknüpft wird,
Also welche Funktion hat das für Jugendliche und in diesem Fall jetzt auch für männliche Jugendliche? Natürlich müssen wir auch fragen, was hat das für weibliche Jugendliche für eine Funktion, in die rechtsextreme Szene einzusteigen? Da würde ich sagen, die Konstruktion Geschlecht, wie wir sie vorfinden in rechtsextremen Szenen, ist hierbei eine ganz signifikant wichtige Antwort. So, ich würde jetzt noch mal ein bisschen in die Rechtsextremismus-Forschung gucken. Zum Thema, also das ist ganz interessant, wenn man guckt, wann wird hier eigentlich zu welchem Thema geforscht, man kann sagen, Mitte der 80er Jahre gibt es erste Studien, die fragen nach der Rolle von Frauen in der rechten Szene. Also Frau Birsel, Frau Rommelsbacher, das Frauenforschungsnetzwerk, Frauen und Rechtsextremismus, die einzelnen Autorinnen hier, Forschenden, Wissenschaftlerinnen, die publizieren ab Mitte der 80er Jahre. Im Kontext steht das mit der ganzen Debatte um unter anderem Frauen als Täterinnen im NS, also diese Infragestellung des Stereotyps von der Frau als dem friedliebenderen Geschlecht, geht dann eben auch, ich würde sagen, im Nachgang unter anderem auch der 68er, im Nachgang von wissenschaftlicher Auseinandersetzung damit einher, den aktuellen Rechtsextremismus sich unter dieser Perspektive genauer anzugucken. Interessant ist, dass wir Forschung zu Männlichkeiten tatsächlich circa 10 Jahre später erst vorfinden. Also aktuell, wenn Sie das interessiert, gibt es einen Sammelband von Esther Linnert und zwei Kollegen, Was ein rechter Mann ist, erscheint 2011 bei Metropol in Berlin. Hier gibt es erste Analysen dazu, was eigentlich rechtsextreme Szene und Männlichkeitskonstruktionen angeht, was zum Beispiel auch aus pädagogischer Perspektive oder auch aus soziologischer Sicht hier in den Blick genommen werden musste. Um nochmal in Richtung Forschungsdesiderate zu gucken, wenn Sie das interessiert, mit den Abschlussarbeiten, Bachelor, Master oder auch zu promovieren, auch hier gibt es dezidierte Forschungsdesiderate. Also qualitativ zu gucken, was heißen eigentlich diese Männlichkeitskonstruktionen, welche Funktion haben Weiblichkeitskonstruktionen für die Personen in der rechten Szene, was heißen die aber möglicherweise auch für Einstiegsprozesse. Man kann generell sagen, also Desiderat heißt ja immer, da ist eine Leerstelle. Man kann tatsächlich sagen, in der erziehungswissenschaftlichen Forschung ist es bislang, also welche Rolle Gender eigentlich spielt, kaum beleuchtet worden. Dieses Forschungsdesiderat oder diese Leerstelle hat natürlich Auswirkungen auf die Praxis. Das heißt, Arbeit mit rechtsextrem orientierten Mädchen und jungen Frauen aus einer geschlechterreflektierenden Perspektive oder aus Perspektive von Mädchenarbeit gab es ganz lange nicht. Es gibt einzelne Ansätze aus dem allerersten Bundesprogramm, was damals gar nicht zum Thema Rechtsextremismus von Frau Merkel als Jugendministerin Anfang, Mitte der 90er aufgelegt wird. Das Bundesprogramm der konservativen Koalition hieß damals Aktionsprogramm gegen Aggression und Gewalt. Also das ist das Programm, was aufgelegt wird in Reaktion unter anderem auf die Pogrome von Rostock, Hoyerswerda. Also man sieht, es gibt in Deutschland ein signifikantes Problem mit Rechtsextremismus Anfang, Mitte der 90er. Man benennt aber bei diesem Bundesprogramm eben genau das nicht. Man sagt, wir haben ein Problem mit Gewalt und Aggression. Dementsprechend, ja, also fallen dann auch die Antworten, würde ich sagen, so ganz allgemein formuliert, ein Stück weit aus. Man guckt durchaus mit dem Konzept der akzeptierenden Jugendarbeit von Herrn Krafeld, was man eigentlich in der Pädagogik mit rechtsextrem Orientierten machen kann. Ganz allgemein kann man sagen, dass dieses Konzept in seiner Modifikation oder Anwendung für die neuen Bundesländer dann scheitert in den 90er Jahren. Das ist jetzt sehr verkürzt dargestellt. Der Ansatz, der für Bremen, für die Stadtgesellschaft Bremen in den späten 80ern entwickelt wird, wird modifiziert, für die neuen Bundesländer aufgelegt. Dort wird es angewendet, hauptsächlich von Personen, die mit ABM-Stellen in Jugendzentren arbeiten, also die nicht pädagogisch geschult sind und auch schon gar nicht in der Arbeit mit rechtsextrem Orientierten geschult sind. Das sind zum Beispiel einzelne Punkte, die dazu geführt haben, dass man heute sagen kann, dieser Ansatz ist gescheitert. Herr Krafeld hat durchaus das Konzept weiterentwickelt, weitergedacht. Da kann man heute durchaus weiterführende Antworten finden.
in diesem ersten Programm, was durchaus mit dem Thema Rechtsextremismus, wenn auch nicht ausgesprochen, durchaus versucht umzugehen, finden sich erste Ansätze von Arbeit mit rechtsextrem orientierten Mädchen und Frauen. Das sind ganz einzelne Projekte. Wenn Sie es interessiert, findet sich das bei der Evaluationsveröffentlichung bei Frau Behn. Was man sagen kann, das sind, wenn ich mich richtig erinnere, tatsächlich eine ganz geringe Anzahl von Projekten, die dort gefördert werden. Die Ergebnisse dessen liegen heute eigentlich nicht mehr vor. Also man denkt das nicht weiter. Man denkt nicht richtig in Richtung Mädchenarbeit zum Thema Rechtsextremismus weiter. Das heißt, wir sind dort eigentlich heute nach wie vor relativ am Anfang. Auch zum Thema Männlichkeiten und Pädagogik im Rechtsextremismus stehen wir nach wie vor ein Stück weit am Anfang. Also Geschlechterreflexion in der Rechtsextremismusprävention ist bislang in der Praxis kaum ausbuchstabiert. Wie gesagt, das hat einen Zusammenhang eben auch mit der Forschung, da ist ein Desiderat. Genau, damit bin ich beim dritten Punkt angelangt, die Konstruktion der Volksgemeinschaft. Wenn man jetzt nochmal genauer guckt, was konstruiert eigentlich das Innen einer rechtsextremen Szene oder der Volksgemeinschaft, so kann man sagen, das ist das Geschlechterverhältnis. Also das, was man sich klassischerweise vorstellt unter dem Geschlechterverhältnis in der rechtsextremen Szene, ist eine Konstruktion von richtigen Frauen und richtigen Männern, also eine sehr biologistische, dualistische Gegenüberstellung, Festschreibung bestimmter gesellschaftlicher Aufgaben und Rollen und Positionen von Frauen und Männern in der Gesellschaft. Also haben Sie da Bilder zu, was die Funktionen von Frauen qua Geschlecht in einer rechtsextremen Volksgemeinschaft ausmacht? Ja. Ja, die Rolle ist es nicht, Karriere zu machen, sondern für völkischen Nachwuchs zu sorgen und den auch auszuziehen. Genau, so ganz. Genau, das ist das, ja, vielen Dank, das genau das klassische Bild dafür steht Volksgemeinschaft, so kann man sich das historisch aus dem NS partiell eben auch schon als einen Strang zentral herleiten. Wie gesagt, heute haben wir es mit einer Ausdifferenzierung dessen zu tun, worauf ich hinaus will, warum hier steht, das Geschlechterverhältnis konstruiert nach wie vor das Innen der rechtsextremen Volksgemeinschaft, heißt, dass es nach wie vor dieses dominante biologistische Bild, also hier wird ja Geschlecht naturalisiert, also Frauen sind qua Geschlecht für die Erziehung der Kinder zuständig oder eben für die Geburt auch von Kindern, Männer sind für das Außen zuständig, so kann man das jetzt, wie Sie das definiert haben, auch in der Umkehr deuten. Also für Politik, für die eine ganz klassische Vorstellung von Familienaufgaben. Man kann einerseits sagen, im modernen Rechtsextremismus hat sich das ausdifferenziert. Wir kommen da gleich mit Beispielen drauf zurück. Aber man kann sehen, dass dieses biologistische Modell ist das, was die Ideologie im Rechtsextremismus nach wie vor ausmacht. Das heißt, wir finden zum Beispiel den Fall, dass bei den Kommunalwahlen in Mecklenburg-Vorpommern 2009 zwei rechtsextreme NPD-Abgeordnete Mandate gewinnen, also im Kommunalparlament. Und man kann auch nochmal sehen, dass die mit signifikant höheren Zustimmungswerten ihr Mandat gewinnen als die Männer, die vorher dort kandidiert haben. Also das ist ja das, womit instrumentell die NPD auch spielt. Was dann passiert ist, die Frauen gewinnen die Mandate. Innerhalb der NPD wird diskutiert, sollen die eigentlich diese Mandate antreten? Die zwei Frauen treten dann ihre Mandate ab an die männlichen Kollegen. Das wird durchaus sehr kritisch diskutiert. Zu der Zeit gibt es zum Beispiel den Mädelring Thüringen. Das ist ein Zusammenschluss rechtsextremer junger Frauen, die sich als feministisch bezeichnen. Das ist sicherlich ein spezifisches Verständnis von Feminismus. Also ich würde sagen, da ist kein emanzipatorisches Bild von oder Menschenbild vorhanden. Das ist eine Selbstbeschreibung. Aber was für den Mädelring Thüringen eben steht in der Diskussion, ist dann zum Beispiel zu sagen,
Wir als Frauen wollen eben auch in der ersten Reihe der Demo mitmarschieren. Wir wollen auch zuschlagen dürfen. Und selbstverständlich wollen wir natürlich die Mandate antreten. Also wir finden diese Diskussion innerhalb der rechten Gruppierung. Aber was sich letztendlich bislang immer wieder durchsetzt, ist dieses biologistische Modell. Also was wir mittlerweile finden, ist, dass der Mädelring Thüringen hat sich aufgelöst. Die einzelnen Frauen sind durchaus engagiert, aber es finden sich sehr starke, also diese Debatten werden sehr hart geführt, die werden sozusagen zur Ordnung oder zum biologistischen Geschlechterverhältnis zur Ordnung gerufen. Viele der Frauen aus diesem Mädelring Thüringen sind heute Mütter und ja, stehen nicht mehr so exponiert für diese Modernisierung des Geschlechterbildes. Also, was sich auch innerhalb der NPD mit dieser Debatte dann 2009 durchsetzt, ist genau dieses Bild, dass die Männer diese errungenen Mandate antreten. Der Vorstand vom GDF tritt zurück, der das kritisiert hat. Also, worauf ich hinaus will, ist, was sich bis jetzt immer wieder durchsetzt, ist dieses biologistische Geschlechterrollenmodell. Das ist das, was das Innen der rechtsextremen Volksgemeinschaft tatsächlich als Konstrukt aufrechterhält, was auch eine bestimmte Funktion hat in der rechtsextremen Szene. Also, dass wir so eine Dualismen haben von das macht den rechtsextremen Mann, das macht die wahre rechtsextreme Frau mit den verschiedenen Zuschreibungen aus. Das würde ich sagen, ist ein signifikantes Element, konstitutives Element rechtsextremer Ideologie und Szene heute. Also, wenn wir das nicht mit im Blick haben, können wir, würde ich sagen, Rechtsextremismus kaum angemessen dem Phänomen analysieren. Wenn man sich das nochmal genauer anguckt, worüber reden wir ja eigentlich, also was ist so ein biologistisches Geschlechterrollenbild? Wir sehen hier Udo Pasteurs, also der für die NPD in Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern im Landtag sitzt. Der dankt hier nach der Wahl, also das ist das Zitat, womit dieses Bild auch ganz oft steht, der dankt seiner Frau, nachdem er gewählt wird, dafür, dass sie ihm sozusagen den Rücken immer freigehalten hat und seine Wäsche gewaschen hat und gekocht hat. Wenn man sich das nochmal anguckt, was wird hier eigentlich für ein Bild gezeichnet, also von Frauen, so kann man einerseits sagen, es wird eine Konstruktion einer schützenswerten, schwachen deutschen Frau konstruiert, verbunden immer mit einem rassistischen Bild von dem fremden Mann. Also dieser Vorwurf zum Beispiel auch von Sexualstraftaten durch den fremden Mann, ganz weit verbreitete Konstruktion in der rechtsextremen Szene. Also hier verbunden mit dem Rassismus. Was hier anschließt, ist eine bestimmte Vorstellung von Aufgaben von Frauen und Männern in der Gesellschaft, so wie sie das klassischerweise jetzt auch beschrieben haben. Und damit einhergeht eine Ablehnung von Emanzipation. Also das, was wir von Geschlechter und der Geschlechtergerechtigkeit gesellschaftlich heute verstehen oder was zum Beispiel unter Gender Mainstreaming gefasst wird, das ist ein zentrales Feindbild in rechter Ideologie. Also sie werden, wenn sie online gucken, die NPD gibt einen Flyer heraus zum Thema Gender Mainstreaming, die NPD gibt einen Flyer heraus zum Thema Muttergehalt. Also was sie hier finden, sind ganz traditionelle Vorstellungen der Aufteilung von Geschlechterrollen. Und was sie hier auch sehen, darauf will ich ja eigentlich hinaus, sie sehen eine Festschreibung dieses biologistischen Bildes von, was eine rechtsextreme Frau ausmacht und was ihre Aufgabe ist. Also Ablehnung von Feminismus im Sinne von Geschlechtergerechtigkeit. Also eine ganz klare Vorstellung, wofür sind Frauen zuständig, wofür sind Männer zuständig. Warum das, finde ich, ganz, ganz zentral wichtig ist, ist zum Beispiel an den Punkten, wenn Sie sich vorstellen, wenn Sie zum Beispiel im ländlichen Raum, in einer Kommune tätig sind, zum Beispiel zum Thema Demokratiepädagogik. Und dort stellen Sie sich vor, möglicherweise mit der Verwaltung zum Thema Gender Mainstreaming
diskutieren, was ihnen begegnen wird, ist eine sehr breite Ablehnung dieses Ansatzes von Gender Mainstreaming. Wenn Sie sich die Einstellungsforschung angucken oder auch die Forschung, wie wird eigentlich das Konzept Gender Mainstreaming oder Geschlechtergerechtigkeit angenommen, so finden sich da durchaus weit in die sogenannte Mitte der Gesellschaft Ressentiments. Darauf will ich hinaus, das ist das Problem. Das heißt, wenn die NPD einen Flyer rausgibt mit ihren biologistischen Konstruktionen über was Geschlecht ist, was Familienaufgaben sind, finden sich eben bestimmte Anknüpfungspunkte in die Mehrheitsgesellschaft. Das ist das, was das Ganze problematisch macht. Das heißt, ich würde sagen, die Aufgabe von uns allen ist, da eben auch Geschlechterreflexion als Querschnitt mit reinzunehmen, um letztendlich diese Anschlussmöglichkeiten, die sich bei vielen Themen finden, hinterfragen zu können und eben auch als Anschlussmöglichkeit für rechtsextreme Ideologie überhaupt zu erkennen. Genau, hier ist nochmal ein Zitat, das ist von Stella Henel aus Berlin-Neukölln in einer Veranstaltung, was nochmal darauf hinaus oder zeigt, wie eigentlich Geschlecht in der rechtsextremen Szene verstanden wird. So, also was Sie hier finden, ist einerseits durchaus diese biologistische, sehr naturalistische Konstruktion, aber eben auch der Anschluss, die Forderung, trotzdem bei der Demonstration aktiv sein zu können. Also diese Modernisierung, würde ich sagen, muss man auf jeden Fall mit im Blick haben. Die geht aber eben einher nach wie vor mit dieser sehr biologistischen Konstruktion. So, jetzt sind wir bei einer Stunde angelangt. Was ich Ihnen jetzt zum Beispiel noch einen Einblick geben könnte, wäre ein kurzer Überblick über rechtsextreme Frauengruppen seit 2000. Es gibt eine Vielzahl von Frauengruppen. Aktuell bei Ihnen in der Region relevant, oder kennen Sie möglicherweise, sind die Deutschen Derns, die eine Organisation im Norden und auch im Süden haben, die bei verschiedenen Veranstaltungen zu verschiedenen Themen auch immer wieder präsent sind. Was wir heute in Deutschland finden, ist die Gemeinschaft Deutscher Frauen, GDF, und der Ring Nationaler Frauen, RNF. GDF schon viele Jahre länger auch aktiv. Ring Nationaler Frauen. Ja, wenn Sie sich das angucken auf der Homepage, finden Sie die Themen, die wir jetzt auch schon diskutiert haben, hier immer präsentiert. Ja, worauf die Folie hinaus will, ist nochmal auf die Vielzahl von Frauengruppen, die wir eben über die Jahre sehen können, die es gab und gibt. Was wir sehen können: einzelne Gruppen lösen sich, wie gesagt, auf oder werden verboten. Was man sehen kann, ist, wie das mit dieser ganzen Debatte um wie sinnvoll ist eigentlich das Verbot rechtsextremer Gruppierungen, oder auch wenn man jetzt mal differenziert diskutieren will, wie sinnvoll ist das Verbot der NPD, welche Vorteile hat es aus gesellschaftlicher Perspektive, welche Nachteile bringt das auch mit sich, so sieht man eben auch hier, wenn sich diese Gruppierungen selbst auflösen oder wenn sie verboten werden, sind natürlich die Mitglieder nicht weg. Das heißt, was man gerade bei rechtsextremen Frauen sehen kann, ist, dass sie weiterhin aktiv sind, zum Beispiel im Internet aktiv sind, auch wenn sie jetzt nicht mehr aktiv einer Gruppierung nachvollziehbar angehören. Also informelle Strukturen finden wir hier sehr stark, zum Beispiel auch online. Wenn Sie das interessiert, welche konkreten Frauengruppen gibt es? Das Frauenforschungsnetzwerk, die haben eine eigene Homepage, die forschen dazu. Aktuell da findet man den Forschungsstand. Wer dazu schreibt, ist Andrea Röpke. Andrea Röpke ist investigative Journalistin,
die vor 2 Jahren ein Buch zum Thema, Mädelsache heißt das Buch, zum Thema Frauen im Rechtsextremismus rausgebracht hat und hier zum Beispiel auch ein Kapitel auf den Nationalsozialismus und die Geschlechterkonstruktion dort zum Beispiel legt. Genau, das vielleicht noch als Literaturhinweis. Genau, vielleicht um noch kurz noch mal reinzugucken, was Sie hier finden. Die Gemeinschaft Deutscher Frauen gründet sich Anfang 2001. Also hier ist zum Beispiel, das ist vorhin diese sehr völkischen Orientierungen, also der GDF, ähnlich wie die mittlerweile verbotene Heimattreue Deutsche Jugend. Heimattreue Deutsche Jugend war eine Organisation, die für die Erziehung von Kindern zuständig war, also das rechte Bild, was Sie hier sehen. Auch hier findet sich bereits dieses sehr traditionalistische Geschlechterrollenmodell wieder. In der heimattreuen deutschen Jugend wurden Kinder in rechtsextreme Ideologie einsozialisiert und eben auch zum Thema Geschlecht hier sehr stark auch schon zu erkennen an der Kleidung einsozialisiert. Das heißt, es gibt hier geschlechtergetrennte Gruppen, Mädchen lernen kochen, lernen Handarbeiten, Jungen werden sehr stark militaristisch auch schon geschult, ausgebildet. Generell der Andrea Röpke hauptsächlich ist auch mit zu verdanken, dass die heimattreue deutsche Jugend dann verboten wurde vor mittlerweile 3 Sommern, weil sie einfach durch Dokumentation genügend Beweise geliefert hat für das, was dort mit Kindern sozusagen angestellt wurde. Das sieht man hier so ein bisschen auch auf dem linken Foto. Also diese Frauengruppen sind eben auch immer zentral für diese Erziehung mit zuständig. Darauf will ich hinaus. Man findet Frauengruppen eben immer auch bei allen rechtsextremen Events, Demonstrationen, Organisationen, sie besetzen die verschiedensten Themen, zum Beispiel zum Thema revisionistische Erinnerungsargumentationen, Trauermärsche, Heldengedenken, findet man immer auch dezidiert Frauenbeteiligung oder Frauenorganisationen. Genau, das bestätigt nochmal, das ist hier das Gründungstreffen des Ring Nationaler Frauen, also September 2006, was wir eingangs mit der Collage auch schon gesehen haben. Hier sieht man, es ist ein sehr bürgerliches Bild. Die wählen einen neuen Bundesvorstand 2012. Auch hier, man erkennt das nicht auf den ersten Blick oder diese stereotype Darstellung ist mitnichten hier vorhanden. Ja, das vielleicht abschließend, was man in den rechtsextremen Frauengruppen sieht, ist eben auch diese Ausdifferenzierung der Position. Das heißt, hier haben wir es eben auch mit Aktivistinnen zu tun, die in rechtsextremen Frauengruppen sozusagen aus ihrer Argumentation gleichwertige Positionen einfordern und einnehmen. Das heißt, das Zitat, was Sie hier unten sehen, dieser Mädelring Thüringen, das waren die Frauen, die tatsächlich im Internet versuchen, auch darüber in Diskussion zu gehen, was Chauvinismus innerhalb rechtsextremer Szene für eine Rolle einnimmt. Die setzen sich mit den männlichen Kameraden sozusagen über deren Sexismus auch durchaus auseinander und fordern gleichberechtigte Positionen ein. Wie gesagt, wie beschrieben, das die sind auf oder haben sich aufgelöst. Und ich würde sagen, was man an der weiteren Entwicklung der einzelnen Frauen hier sehen kann, ist, dass der Druck innerhalb der rechtsextremen Szene nach wie vor sehr stark ist, dann diesen traditionellen Vorstellungen von Familien- und Geschlechterbildern eben auch zu entsprechen. Also, dass die heute viele von denen Mütter sind und sich im Haushalt sozusagen engagieren, ist eine, würde ich sagen, eben auch ein Druck, der dort innerhalb der rechtsextremen Szene nach wie vor sich durchsetzt.
So, damit, ja, wie schon gesagt, es gibt breite Themensetzungen. Vielleicht ein Thema nochmal rausgenommen, möglicherweise ist Ihnen das im öffentlichen Diskurs auch schon aufgefallen, vielleicht war es auch in Göttingen schon mal Thema, Rechtsextreme besetzen seit mehreren Jahren zunehmend strategisch das Thema sexualisierte Gewalt, also sexueller Missbrauch, Kindesmissbrauch insbesondere. Also hier steht das unter dem Punkt Pädophilie. So, das heißt, zum Beispiel online werden Sie bei dem Thema, wenn Sie dort bei Facebook neue Gruppen sich eröffnen, werden Sie sehen, dass rechtsextreme Gruppierungen hier versuchen, über dieses Thema, wie Sie sagen, Kindesmissbrauch, sehr starke, schnelle Zustimmungen zu bekommen, was auch durchaus sehr schnell eben geht. Viele Userinnen und User, die nicht aufgeklärt sind oder sensibilisiert sind für das Thema, stimmen hier sehr schnell offensichtlich zu. Warum die das tun, ist unter anderem damit zu begründen, dass Rechtsextreme wie bei allen oder bei den meisten Themen sehr einfache Antworten auf ein tatsächlich sehr komplexes, moralisch schwieriges Thema und Problem geben. Also die Antwort, die in der rechtsextremen Szene gegeben wird, Todesstrafe für Kinderschänder, ist natürlich erstmal ist eine gewalttätige, aber eben auch eine sehr einfache Antwort auf, oder vermeintlich einfache Antwort auf ein komplexes Problem, was in einer demokratischen, menschenrechtsorientierten Gesellschaft schlicht nicht akzeptabel ist, aber was natürlich bestimmte Forderungen in der sogenannten Mitte der Gesellschaft auch bedienen kann. Daher diese hohe Zustimmung. Das heißt, Sie finden in den letzten Jahren zunehmend eben auch Demonstrationen zu diesem Thema und über dieses Thema eben auch den strategischen Versuch, neue Sympathisanten zu gewinnen. Und nicht nur online, sondern auch im Alltag. Was man darüber hinaus findet, ist eben auch der Kampf gegen die Gleichstellung der Geschlechter. Also dieser Flyer zum Beispiel zum Thema Müttergehalt, ein Flyer gegen Gender Mainstreaming oder ein Flyer gegen Gender Studies. Also das finden Sie. Verortung Gesundheit, Naturheilkunde ist auch zum Beispiel nochmal ein Forschungsdesiderat, wenn Sie das interessiert, eine Orientierung an gesundem Essen, wenn man es so allgemein formulieren will, an Naturheilkunde, also Esoterik im Allgemeinen in rechtsextremer Ideologie, darüber besteht bislang wenig empirisch abgesichertes Wissen, also auch darüber wäre es sinnvoll zu forschen. Kinder und Erziehung ist ein ganz, ganz breiter Punkt, also wenn Sie sich das online angucken, das ist ein wichtiges Thema für Rechtsextreme, einfach weil die natürlich auch sicherstellen wollen, dass ihre Kinder innerhalb der rechtsextremen Szene verbleiben. Das wird in der Szene immer wieder auch online diskutiert. Wie erziehe ich meine Kinder so, dass sie zu guten Nationalsozialisten sozusagen werden? Wir haben in der Amadeo-Antonio-Stiftung ein Projekt, Lola für Lulu im Landkreis Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, wo wir Fortbildungen oder wo Kolleginnen Fortbildungen für Erzieherinnen und Erzieher aus Kindertagesstätten angeboten haben, die auf Anfrage eben die an uns herangetreten sind, weil sie eben mit Erzieherinnen und Erziehern arbeiten, die gesagt haben, wir haben hier ein Problem, rechtsextreme Kinder oder wir arbeiten mit Kindern, bei Kindern kann man ja nicht davon ausgehen oder sollte man auf keinen Fall davon ausgehen, dass die jetzt schon rechtsextrem sind, sondern die beobachten, dass sie mit Kindern arbeiten, die in rechtsextrem orientierten Familien aufwachsen. So, und das wirft pädagogische Fragestellungen auf. Das wirft für mich als Pädagogin die Frage auf, wie arbeite ich mit diesen Kindern, wie arbeite ich aber auch insgesamt mit einer Gruppe von Kindern, wie arbeite ich mit den Eltern. Das sind Praxisfragen, die bislang auch kaum differenziert beantwortet sind. Was man sieht, ist, dass Rechtsextreme auf dieses Thema ganz dezidiert reagieren. Als wir dieses Fortbildungsprogramm anbieten, reagieren die im Internet mit Bedrohungen unserer Kolleginnen vor Ort. Also die Sicherstellung dessen, dass Kinder, die
in der rechtsextremen Szene aufwachsen, eben auch im Rechtsextremismus drinbleiben. Das ist offensichtlich sehr stark. Also hier eine sehr starke ideologische Verortung. Also das finden Sie online als Orientierung.